So, es geht weiter nach dieser kleinen Pause. Ich möchte alle an den heimischen Empfangsgeräten begrüßen zu dem neuen nächsten Slot, in dem es um die erfolgreiche Umsetzung eines Management-Systems für Informationssicherheit geht, mit dem Schwerpunkt auf den branchenspezifischen Sicherheitsstandard, kurz vorm B3S, in einem Krankenhaus. Mein Name ist Andreas Weyert. Ich mache das nicht alleine. Ich habe zwei Fachexperten gewinnen können. Zum einen den Guido Dunkel und den Moritz Becker, die ich gleich kurz vorstellen möchte. Und es geht um den Titel: Unternehmen gehen unnötig hohe Risiken ein und verlieren ihr digitales Gold. Wie müssen sich Unternehmen zukünftig auch im Kontext der Zusammenarbeit zwischen sowohl der OT als auch der IT schützen? Im Krankenhausumfeld sind es dann oftmals die medizintechnischen Geräte, die Medizintechnik. Und wie muss konkret gehandelt werden? Und in dem Fall gibt es sogar für insbesondere größere Häuser, die zu den kritischen Infrastrukturen zählen, auf die ich gleich eingehen werde, gibt es besondere Hürden, respektive Klimmzüge zu leisten. Und wer diese Klimmzüge tatsächlich schon hinter sich hat, das sind die beiden Fachexperten, über die ich mich sehr freue. Die dürften jetzt auch zugeschaltet sein. Wunderbar, das funktioniert. Auch da herzlich willkommen. Hoffentlich geht es soweit gut, denn man muss dazu sagen, es gibt natürlich in der Corona-Zeit gerade dort einen Hotspot, also klinischen Ursprungs natürlich, denn auf den Stationen beschäftigt man sich natürlich intensiv mit den Patienten und ist demnach zufolge auch näher dran, als das vielleicht der Normalsterbliche hat. Herzlich willkommen, ihr beide. Danke, vielen Dank, hallo. Prima. Und dann würde ich tatsächlich gerne mit der Vorstellung beginnen. Fangen wir an mit Guido Dunkel, gelernter, staatlich geprüfter Fernmelder und Elektrotechniker mit dem Schwerpunkt der Datenverarbeitung seit 1999, also durchaus schon ein bisschen länger, in der IT, im Gesundheitswesen tätig. Nach 5 Jahren technischer Beratung und Umsetzung von Datenschnittstellen bei der Firma Agfa, der eine oder andere wird sich noch erinnern, heute Daedalus, wechselte er zu den heutigen Nils Steensen Kliniken als Fachberater seinerzeit noch für Orbis. Und heute ist er verbundweit für die Abteilung IT und die Medizintechnik verantwortlich. Und an seiner Seite in dem Fall Moritz Becker, IT-Sicherheitsbeauftragter bei den Nils Steensen Kliniken und, so wie ich ihn kennengelernt habe, Administrator und Sicherheitsforscher der ersten Stunde, hatte damit auch Spaß an der Netzwerkforschung und insbesondere im Rahmen der Identifikation von Geräte- und Software-Schwachstellen, ist demnach zufolge auch ein Stück weit der Schrecken der Medizinproduktehersteller, ist angehender CEH für Certified Ethical Hacker und bringt Erfahrungswerte mit Management-Systemen mit, sei es im Bereich IT-Grundschutz, sei es im Bereich der nativen ISO 27001 oder jetzt natürlich auch in der Spezialisierung den Branchenstandard betreffend. Vielleicht zu mir, Andreas Weyert, beschäftige mich als Senior Architekt für Informationssicherheit bei der PCO seit 20 Jahren mit dem Bereich der Informationssicherheit. Ein Schwerpunkt meines Aufgabenfeldes besteht in der Beratung, gerade in Richtung Managementsysteme für Informationssicherheit, gerade was die Implementierung und den Betrieb anbelangt. Bin darüber hinaus einer der externen IT-Grundschutz-Audit-Teamleiter beim BSI seit 15 Jahren, bin seit einigen Jahren bei einer anerkannten Zertifizierungsstelle als externer ISO 27001 und TISAX-Auditor tätig, habe auch weiterhin Spaß an der Netzwerkforschung und habe das Glück, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Und ja, jeder Tag bringt dann wieder spannende Neuerungen mit sich. Und Neuerungen gibt es oder gab es auch schon vor gut 8 Jahren. Da habe ich das erste Mal von Kritis vernommen. Also da geht es um die kritischen Infrastrukturen, also Einrichtungen mit einer wichtigen Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder bei deren Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe auftreten könnten, insbesondere für die Bevölkerung oder auch die öffentliche Sicherheit gestört werden könnte. Also schlichtweg dramatische Folgen. Und aus dem Grunde hatte man im Rahmen des Umsetzungsplans Bund ein zentrales Ziel angesetzt, nämlich die Widerstandskraft dieser kritischen Infrastruktureinrichtungen zu erhöhen. Es geht also um das Thema Resilienz, um das Ganze auf einem hohen, der Bedeutung der kritischen Infrastruktur angemessenen Niveau zu stabilisieren. Und da wurden jetzt insgesamt
8 Sektoren ausfindig gemacht. Der 9. Sektor wird vom Umsetzungsplan Bund abgedeckt. Da geht es um den Bereich Staat und Verwaltung. Und Ziel dieser Kooperation von UPKritis ist es, die Versorgung mit kritischen Infrastrukturdienstleistungen in Deutschland sicherzustellen. Und da muss man gar nicht weit schauen, wenn man sich in dem Sektor Gesundheit tummelt, wo unter anderem Laborbetreiber, Pharmaunternehmen als auch Krankenhäuser angesiedelt sind. Und nach diesem Paragraph 8a des BSI-Gesetzes müssen Betreiber der kritischen Infrastrukturen organisatorische und technische Vorkehrungsmaßnahmen treffen, um halt Störungen von sowohl Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität und die Vertraulichkeit in angemessenen Bahnen zu lenken. Und es muss ein Mindestniveau an Informationssicherheit sichergestellt sein. Und dieses Niveau gilt es alle 2 Jahre auf den Prüfstand zu stellen. Also das ist eine hohe Motivation in dem Fall. Man überlässt es nicht dem Zufall, sondern die Institutionen dürfen halt 2 Jahre in Folge dann jeweils einen Prüfbericht beim BSI einreichen. Und um jetzt das Experteninterview zu beginnen, gleich die erste Frage an Guido. Da du als Abteilungsleiter für IT und Medizintechnik eine nicht unerhebliche Verantwortung für die kritische Infrastruktur aus dem Nils-Stensen-Verbund, dem Marienhospital, trägst, interessiert mich natürlich besonders, wie ihr euch des Themas genähert habt, insbesondere auch verbunden mit der Frage, wie habt ihr Kenntnis erlangt, dass ihr in dem Fall die Fallzahl von 30.000 vollstationären Fällen überschritten hattet und damit automatisch systemrelevant geworden wart, will sagen, zu den systemkritischen Infrastrukturen gezählt habt. Wie habt ihr davon Kenntnis erlangt? Wie hat sich das Thema seinerzeit vor einigen Jahren entwickelt? Ja, da erinnere ich mich ganz gerne an eine Aussage von unserem damaligen, mittlerweile nicht mehr unter uns befindlichen Geschäftsführer, der sagte, Herr Dunkel, wir haben doch eine Firewall, dann sind wir doch auch IT-sicher. Und das war natürlich so eine Aussage, die ist bestimmt 10 Jahre her. Irgendwann später haben wir uns dann natürlich über die Presse, über andere Informationen damit beschäftigt, haben IT-Sicherheit weiterhin forciert, aber es wurde dann natürlich deutlicher, dass das BSI sich da was ausgedacht hat. KRITIS wurde irgendwann das erste Mal in den Mund genommen. Unsere Aufgabe zu der Zeit war, zu schauen, wie konkret wird es denn wirklich, und vor allem auch, da habe ich mich dann mit beschäftigt, wie kriegen wir die Geschäftsführung so weit, dass sie das Thema auch versteht und adaptiert, und vor allem, wie kriegen wir auch unsere Mitarbeitenden sensibilisiert, sich in diese Richtung zu entwickeln. Ich sage dann immer ganz gerne, zu der Zeit vor 10 Jahren, da gab es noch jede Menge technische ITler, die mit hochgekrempelten Ärmeln im Rechenzentrum gearbeitet haben. Die musste man zum Teil dazu bringen, dann auch mal ein Konzept auszuarbeiten, zu dokumentieren oder ein Betriebshandbuch zu schreiben. Das hat damals also relativ früh tatsächlich mit begonnen. KRITIS Thema haben wir weiter verfolgt, bis dann ja schlussendlich ein förmliches Anschreiben vom BSI bei uns einging. Zu dem Zeitpunkt war die Zählung der 30.000 vollstationären Fällen immer noch mal so ein bisschen unterschiedlich. Am Ende haben wir eine schriftliche Bestätigung erhalten und mit dem zu dem Zeitpunkt schon platzierten IT-Sicherheitsbeauftragten Moritz Becker habe ich mich dann zusammengesetzt. Das Ganze wurde nochmal auch bestätigt und dann haben wir uns dann Gedanken gemacht, wie wir uns dem Thema nähern wollen. Mhm. Stichwort Moritz als Verantwortlicher für IT-Sicherheit. Was war wiederum dein erster Gedanke als Feststand? Gerade beim Marienhospital handelt es sich jetzt dann zwangsläufig um eine kritische Infrastruktur mit den damit verbundenen Aktivitäten. Denn das Niveau lässt sich für gewöhnlich nicht von heute auf morgen entwickeln. Und insbesondere auch alle 2 Jahre Abgabe des Prüfberichtes. Was war wiederum dein erster Gedanke, als das soweit klar war? Mein erster Gedanke war tatsächlich Challenge accepted. Wir haben uns relativ schnell zusammengesetzt mit dem Guido Dunkel, mit dem Risikomanager, mit dem Qualitätsmanager und haben ein kleines Team gebildet, um einfach die Anforderungen des branchenspezifischen Sicherheitsstandards einmal zu sichten, mit dem vorhandenen ISO 27001 und IT-Grundschutz-Companion zu matchen und dann relativ schnell rausgestellt, dass ich relativ viel machen kann,
aber wir viel noch vor uns haben, was Abläufe, Prozeduren der Informationssicherheit angeht und den Aufbau des Managers. Jetzt müssen die Zuschauer wissen, dass du schon vor deiner Zeit bei den Niels-Stehensen-Kliniken in einem nach IT-Grundschutz, später ISO 27001 zertifizierenden Unternehmen tätig gewesen warst und damit auch ein gutes Bild vor Augen hattest, was es denn alles zu entwickeln gilt. Aufgrund deiner Erfahrung, welche Hürden hattest du gesehen im Zuge der Materie, die jetzt zwangsläufig auf euch zukommt? Also wir sind nicht ganz blauäugig reingegangen. Wir wussten natürlich, wo wir ansetzen müssen, um erstmal Standard zu erfüllen. Das, was ich tatsächlich ein bisschen unterschätzt habe, war die Sensibilisierung der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter im Krankenhaus haben einen ganz, ganz anderen Schwerpunkt der Arbeit. Die sitzen nicht den ganzen Tag am Computer und dokumentieren oder arbeiten mit dem Rechner, sondern arbeiten am Menschen. Das habe ich ein wenig unterschätzt. Aber dennoch sind wir auf einem guten Wege, die Mitarbeiter weiter abzuholen und zu sensibilisieren. Natürlich war ein relativ großer Brocken, die internen Ressourcen zu verteilen. Hätten wir die internen Ressourcen nur auf den kritischen Schwerpunkt gelegt, wären wir wirklich, wirklich viele Jahre nach hinten geworfen werden. Das Thema Ressourcen, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass ich gerade der Verbund der Niels-Stehensen-Kliniken auch weiterhin vergrößert, um nur einen Aspekt zu nennen, der interne Ressourcen beanspruchen dürfte. Gibt es Themen, Guido, die möglicherweise, weil auf der einen Seite jetzt das Kritis-Thema hinzugekommen ist, die dann für das Kritis-Thema nach hinten gestellt hätten werden müssen? Also irgendwas, was dann auf einmal an dem Ressourcenanker nagt und die Ressourcen, die für ganz andere Themen eingeplant worden waren, jetzt auf einmal in Bearbeitung des Branchenstandards hätten abgezogen werden müssen? Ja, das wäre wünschenswert gewesen, wenn wir abziehen hätten können. Die Vergrößerung der Niels-Stehensen-Kliniken, klar, wir sind in den letzten Jahren immer Stück für Stück und Standort für Standort größer geworden. Diese Standorte müssen auch bis heute noch bis ins Detail integriert werden. Das ist ein fortwährender Prozess. Produkte müssen standardisiert werden und da sind wir auch noch weiterhin drin. Natürlich muss aber auch das weiterlaufen, was traditionell in den IT-Abteilungen in Krankenhäusern im Moment passiert. Beispielsweise eine Einführung einer digitalen Pflegedokumentation flächendeckend in allen Standorten. Das ist so ein aktuelles Thema. Da sind wir vor einigen Jahren schon angefangen, aber sind natürlich noch nicht in die letzte Ecke gekommen. Die Intensivstationen mit einem Patientendatenmanagementsystem auszustatten, hat jetzt durch Corona auch nochmal einen richtig Fahrt aufgenommen. Stand jetzt haben wir ein Riesenthema der Zentrensbildung einzelner klinischer Bereiche, weil wir ein großer Verbund sind, dann liegt das an der Tagesordnung. Schlicht und ergreifend, das Tagesgeschäft muss auch weiterlaufen, also alle Projekte, die gewünscht werden, die gesetzlich umgesetzt werden müssen, das muss alles weiter passieren. Stand jetzt haben wir noch ein Thema, wo wir das Rechenzentrum komplett umstrukturieren müssen, weil es bauliche Maßnahmen gibt. Ja, und in der gleichen Zeit haben wir dann auch gesagt, etwa vor 2 Jahren, lass uns mal IT und Medizintechnik zusammenführen, da das funktioniert auf Dauer so nicht mehr. Ja, das kam natürlich alles zusammen, aber wir waren ja nicht unvorbereitet und haben versucht, diese Personalressourcen ein bisschen zusammenzuhalten. Auch die eine oder andere Stelle nochmal insbesondere für das ISMS-Team dann zusammengestellt. Nichtsdestotrotz waren Herr Becker und ich uns eigentlich von Anfang an klar, lass uns mal auf die Geschäftsführung zugehen. Wir werden hier Unterstützung brauchen von außen mit einer gewissen Expertise. Das werden wir alleine nicht stemmen können. Da geht eine Menge Arbeit und Power rein. Relativ schnell hat sich die Geschäftsführung dann auch davon überzeugen lassen, kurz gesagt. Im Grunde genommen haben wir jemanden gewollt, der uns für dieses Thema, für die Ausarbeitung einen gewissen Rahmen gibt, der mit uns gemeinsam einen Fahrplan entwickelt, von dem wir vielleicht auch Werkzeuge abgreifen können, um gemeinsam einen Projektplan zu entwickeln, der für die nächsten Jahre dann auch Gültigkeit hat. Schlicht und ergreifend ist Manpower gefragt, das zu der Zeit, wo heute ja Fachexperten im Arbeitsmarkt des Gesundheitswesens sehr schwer zu kriegen sind, war das für uns eigentlich keine andere Alternative, als dort die Expertise eines Unternehmens noch dazu zu holen.
Einfach um keine interne Expertise, die für das wesentliche Kerngeschäft gebraucht wird, abzuziehen, weil die wahrscheinlich noch schwieriger zu gewinnen und zu integrieren sind. Wie ging es dann weiter, nachdem die Entscheidung getroffen worden war, einen externen Partner, insbesondere für ein Coaching, für die Beratungsleistung, für diese Ramp-up-Phase mit an Bord zu holen? Also na klar, das ist keine unübliche Vorgehensweise. Wir haben uns auf dem Markt umgeguckt, haben die Hunderte von Anrufen, die bei uns eingegangen sind von Unternehmen, die uns natürlich begleiten wollten. Das spürt man ja jetzt beim KHZG auch wieder. Da haben wir uns dann 3-4 Anbieter rausgesucht, haben uns mal die Vorgehensweise erläutern lassen und das Ganze natürlich auch preislich bewertet. Und im Grunde kann man sagen, ich mache es kurz, der Anbieter, der uns da am besten gefallen hat, der auch zu unserer Idee passte, der auch den Fokus auf dem B3S hat, der vor allem aber, und das hat uns am meisten gefallen, eine Art Workshop-Charakter in dieses Thema reinging. Für den Anbieter haben wir uns entschieden. Und das Ziel besteht natürlich darin, hatte ich vorhin schon angedeutet, einen Projektplan zu entwickeln oder eine Roadmap für die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Aber für mich war viel wichtiger, dass dieses Unternehmen auch mir den Eindruck vermittelt hat, den Aufwand, der intern bei uns daraus entstehen würde, tatsächlich aus diesem Thema rauszukriegen, damit ich in den nächsten Jahren auch planungstechnisch reingehen kann. Und das alles verbunden mit der Frage, wie schnell kommen wir denn tatsächlich auch ans Ziel? Ja. Moritz, bei dem externen Beratungsanbieter ist, glaube ich, kein Geheimnis, handelt es sich um die PCO, also konkret in der Person eines Kollegen und mir. Und kannst du dich daran erinnern, welche internen Aufwendungen ermittelt worden waren? Also was das Thema Kritis im Rahmen der Ramp-up-Phase, also die Entwicklung eines Management-Systems für Informationssicherheit auf Basis des Branchenstandards, von welchen Aufwendungen habt ihr dort dann gesprochen am Ende des Tages? Also wir haben initial uns zusammengesetzt und überlegt, was uns das an Zeit kostet im Personentage. Wir sind insgesamt auf 400 gekommen, circa 400. Alleine, um das Management-System aufzubauen und schon mal initial zu etablieren. Das waren nur die Erstaufwendungen. Da waren noch gar keine Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen drin, von Härtung von Servern, Clients, Medizingeräten, sondern tatsächlich erstmal nur das Management-Framework für die Paragraph 8a-Prüfungen. Wir wollten natürlich etwas schneller und geradliniger ans Ziel kommen. Deswegen haben wir natürlich auch die PCO dazugeholt und 50 Personentage Beratungsdienstleistung eingeplant. Weißt du noch, was Bestandteil der 50 Tage Beratungsdienstleistungen gewesen war? Der Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems. mit den damit verbundenen Facetten? Ja, also angefangen beim Kontext definieren, also Scope-Definition des Informationssicherheitsmanagementsystems. Dann Entwicklung der Informationssicherheitsleitlinie, Entwicklung von Sicherheitsrichtlinien. Schon mal so ein bisschen Operationalisierung der Sicherheitsrichtlinien, zum Beispiel Härtung der Server oder Kryptografie-Richtlinien, dass man die schon mal auf den Weg bringt, weil das im operativen Geschäft tatsächlich extra hart ist, das umzusetzen. Ja, und dann natürlich die Begleitung der Paragraph 8a-Prüfung. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir ermittelt hatten, dass wir mit den 50 Beratungstagen am Ende des Tages 150 Tage des internen Aufwandes ersetzen, respektive reduzieren können, ja. Sodass man in dem Fall dann von den 400 Tagen ab nur noch in Anführungszeichen 250 Tage, aber damit natürlich seitens der Personaldecke und der zur Verfügung stehenden Ressourcen schon ein anderes Thema vor Augen hatte. Insbesondere die tickende Uhr der Paragraph 8a-Prüfung, die das BSI soweit mit angekündigt hatte. Da gibt es halt dann innerhalb von 2 Jahren im Endeffekt ein Zeitfenster, in dem man dann das erste Mal durch den brennenden Reifen springen darf, dass das soweit funktioniert. Guido, hattest du noch Erfahrungswerte aus der erwähnten Paragraph 8a-Prüfung mitgenommen? Also irgendwelche Themen, die dir besonders in Erinnerung geblieben waren? Ja, so eine Prüfung. Also ich fand das
Ich glaube, für mich war es in der Form auch das erste Mal in so einem Rahmen. Diese Prüfstelle, die wir dort beauftragt hatten, die kam mit zwei Prüfern. Moritz, ich glaube, es waren 3 Tage insgesamt. Ich hatte natürlich nicht die ganzen 3 Tage damit zu tun, denn auch andere Bereiche des Standorts wurden ja mitgeprüft. Aber ich fand es im Grunde genommen schon ja, fachlich sehr, sehr fundiert. Die Kollegen haben stichprobenweise tatsächlich auditiert und ich fühlte mich wie in so einer Prüfungssituation wie in der Schule. War nicht sonderlich angenehm, aber im Grunde genommen war es sehr spannend. Was mich total überrannt hat, jetzt wo ich da so drüber nachdenke, ist tatsächlich, dass es in den nächsten Tagen dann auch sehr schnell ging, dass wir eine, ich glaube, heute nennen wir es Mängelliste, überreicht bekommen haben. Und das war ja eigentlich der Vorteil, den man heute auch ganz klar noch sieht, auch in der täglichen Arbeit. Diese Mängelliste umfasst größtenteils geringfügige Abweichungen und auch Empfehlungen. Und Herr Becker und auch Kollegen von uns in der Abteilung, die haben aus diesen Mängellisten quasi eine Maßnahmenplanung abgeleitet, der dann wiederum in eine Projektplanung mündet, das ist ganz klar. Und das war dann schon sehr konkret und das habe ich gar nicht so in Erwartung gehabt, dass das so konkret und so schnell dann auch aus dieser Prüfungssituation herausfällt. Und das war dann schon beeindruckend und im Grunde genommen ist das jetzt unsere Arbeitsliste für die nächsten Jahre. Da haben wir quasi, wie ich schon sagte, Maßnahmen entwickelt, um diese Abweichungen dann eben abzustellen und dann das Ganze nochmal zeitlich in den Rahmen gepresst und das funktioniert soweit ganz gut. Maßnahmen, ich kann jetzt gar nicht die Menge sagen, aber es ist ja in so einer Tabelle auch immer nur eine kleine Zeile und man glaubt gar nicht, was da tatsächlich auch in Aufwand hintersteckt. Das war dann schon am Ende beeindruckend. Mhm. Ja. Das muss man vielleicht den Zuschauern erläutern. Also diese besagte, das Endergebnis, wenn man so will, heißt tatsächlich Mängelliste. Ich finde das persönlich. Ja, man hätte sich da vielleicht einen charmanteren Namen für einfallen lassen können, denn man muss es eigentlich so sehen, alles, was da nicht drin steht, ist im Endeffekt top oder in Ordnung. Und wenn es geringfügige Mängel gibt, ein besseres Ergebnis kann es eigentlich gar nicht geben, also sofern die Zahl natürlich ein Stück weit endlich ist. Aber da kann es natürlich auch schwerwiegende Mängel geben, aber das ist in dem Fall nicht passiert, was, wie ich finde, ein super gutes Ergebnis darstellt. Und du hattest von größeren Projekten, von größeren Maßnahmen geplant. Hast du vielleicht 2, 3 Beispiele, wo sich eine Umsetzung einfach als Herausforderung darstellt, wo so etwas vielleicht auch einfach mal eine längere Zeit in Anspruch nehmen kann, damit sich alle ein Stück weit was darunter vorstellen können, was dann auf ihn selbst zukommen könnte? Ist, glaube ich, ganz angebracht, weil wenn man von einer Prüfung spricht und es fällt eine Mängelliste dabei heraus, wo ich jetzt sage, das waren geringfügige Mängel, dann ist das ja die halbe Wahrheit. Also ein geringfügiger Mangel ist tatsächlich das Thema der Netzwerksegmentierung bei uns in den Standorten. Das kennt jeder, es werden entsprechende VLANs definiert und da gibt es entsprechende Regelungen. Das haben wir, ja, aber in der Prüfung kam eben dabei raus, dass es geringfügige Mängel gibt, in Anführungszeichen, sodass wir uns jetzt rumgegangen, vor allem auch, weil wir in den letzten Jahren noch Standorte dazu bekommen haben, in denen diese Systematik auch nicht eingesetzt wurden oder wir sie im Moment nur rudimentär und abgebildet haben, dass wir dieses ganze Thema nochmal überarbeiten müssen und auch überlegen müssen, an welcher Stelle wir denn die Technologie jetzt einsetzen, ob wir das auf der Firewall definieren oder Komponenten machen, wie bauen wir es in den gesamten Verbund ein, kann man das, was wir dort bauen, am Ende auch noch von der Zentrale aus administrieren. Das Beispiel klinische Netze, Verwaltungsnetze, Medizintechnik ist ein Riesenthema geworden in dieser Segmentierung und ist auch nicht zu unterschätzen. Und also Stand heute, und es ist auch ein aktuelles Thema tatsächlich, wo wir auch mit den Systemherstellern und auch mit unseren Servicepartnern drüber sprechen, weil es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, das auch umzusetzen. Stand heute planen wir schätzungsweise also 1 bis 2, irgendwie sogar 3 Jahre, bis wir das so haben, wie wir es dann am Ende wollen, ja, um einen geringfügigen Mangel dann eben auszubügeln. Das ist dann schon sehr interessant, ja. Klar, das ist ein Riesenthema. Wohingegen man vielleicht andere geringfügige Mängel durch eine
einfache Gruppenrichtlinie bezüglich der Passworte oder so etwas relativ sportlich ohne große Investitionen mit einem gewissen Organisationsaufwand relativ schnell umgesetzt bekommt. Das ist sehr unterschiedlicher. Also sehr heterogen von kleineren, auch Quick-Wins bis hin zu Themen, die einfach Jahre in Anspruch nehmen. Und ich denke, da kann sich jeder, gerade IT-Leiter, ein Stück weit wiederfinden. Gerade was Netzwerksegmentierungen anbelangt, natürlich ein Riesending. Gab es, Moritz, eine Rückmeldung vom BSI auf das Einreichen dieses Prüfberichtes versehen mit besagter Maßnahmenplanung, die Guido gerade angesprochen hatte? Wie funktioniert sowas, wenn ich dann meine Hausaufgaben in Anfang gemacht habe und die Rückmeldung einreiche? Also wenn die Tabelle, die man abgibt, mit den Maßnahmen, die man selber gebildet hat, abschickt, dann kriegt man eine Quittung. E-Mail und Mängelliste ist eingegangen. Ja. Das ist das Datum, da erwarten wir die nächste Prüfung. Okay, also im Endeffekt, das ist der Best Case wahrscheinlich, denn sonst fragt man vielleicht mal nach oder kommt vorbei, je nachdem. Aber gut, ich hatte Ähnliches vernommen. Es gibt eine Quittierung, aber halt eben nur im besten Falle, wenn nämlich die Mängel mit den Maßnahmen übereinstimmen, wenn also die Maßnahmen in der Lage sind, den oder die Mängel abzustellen, bis zum Zeitfenster X vielleicht. Okay, aber dann ist natürlich eine sehr motivierende, so ein friendly reminder. In zwei Jahren, da freuen wir uns. Dann ist die Liste hoffentlich je nach Datum dann auch kürzer geworden. Das hofft man. Okay, ja klar. Gibt es denn Auswirkungen der durch den Branchenstandard Wachküsten vollzogenen Aktivitäten, also Sachen, die sich auch im Alltag bemerkbar machen? Naja, klar. Der Guido Dunkel hat das schon erwähnt. Es fängt jetzt immer weiter an zu leben, das ganze System. Gerade am Anfang Beschaffungsprozesse von Medizinprodukten oder Softwarekomponenten gibt es jetzt eine Sicherheitsüberprüfung der einzelnen Komponenten, um einfach zu schauen, ob es in unsere Infrastruktur passt, ob es auch sicherheitstechnischer Anforderungen entspricht. Oftmals ist das heute noch nicht so. Gerade bei Medizinprodukten schaut man nochmal genauer hin, ob Verbindungen verschlüsselt werden oder eben auch nicht. Dann natürlich auch die ganze Operationalisierung der Sicherheitsrichtlinien, die wir geschrieben haben, die wir zusammen erarbeitet haben. Angefangen bei Kryptographie, dass unsichere Cypher-Suites ausgetauscht werden oder mobile Endgeräte verschlüsselt werden müssen. Das sind alles Themen, die natürlich jetzt mit reinkommen. Mhm. Und das merkt man tatsächlich, seitdem wir die Kritisprüfung haben, dass immer mehr der Fokus darauf gelegt wird. Mhm. Mhm. Ich hatte an der Stelle noch gar nicht erwähnt, dass der Arne jetzt zu einem späteren Zeitpunkt noch auf unsichere Medizinprodukte einzugehen gedenkt, gerade wie man diese netzwerktechnisch abschotten kann. Das ist vielleicht in dem Zuge gerade für die Bestandsgeräte noch mal ganz spannend. Denn wenn ich jetzt anfange, mir neue Geräte in den Klinikverbund zu besorgen, dann habe ich wahrscheinlich Möglichkeiten bei Bestandsgeräten, die vielleicht auch noch 5, 6, 7 Jahre Laufzeit vor sich haben, mag das schwieriger sein. Und Sicherheitsanforderungen ist, glaube ich, generell ein gutes Thema. Denn Guido, der Presse konnten wir entnehmen, dass das BSI Ende letzten Jahres in einer breit angelegten Studie zur Cybersicherheit von Medizinprodukten roundabout 150 Schwachstellen bei 10 getesteten Geräten ausfindig gemacht hat. Also von Infusions- oder Spritzenpumpen, Herzschrittmachern. In einem Fall hätte eine Insulinpumpe derart manipuliert werden können, dass es für den Nutzer tödlich hätte enden können. Also ein fatales Zeugnis, wie ich finde, für einige der Hersteller, die halt wahrscheinlich auch jetzt erst anfangen, in den Bereich Informationssicherheit zu denken. Und Guido, was ist dein Eindruck? Erfolgt mittlerweile auch bei den Herstellern von den Medizinprodukten Umdenken? Einfach auch, weil ihr zwangsläufig, wie wir es gerade gehört habt, immer höhere Anforderungen stellt? Da ist also tatsächlich eine Entwicklung festzustellen. Ich denke mal, es wird auch jeder IT-Leiter kennen, die Gespräche mit den Medizintechnikunternehmen waren wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht so intensiv, da diese Produkte von der Abteilung Medizintechnik eingeführt wurden. Und das sind ja so die typischen Reibungspunkte, die dann entstanden sind. Wir sind mittlerweile, habe ich ja gesagt, zusammen in einer Abteilung und organisieren solche Projekte auch gemeinsam.
wenn dann große, komplexe Situationen, Medizintechnik, beispielsweise ein Monitoring auf Intensivstationen implementiert werden soll, war es in der Tat vor einigen Jahren noch so, dass die Hersteller gesagt haben, das sind unsere Produkte, das ist unser Netzwerkswitch, das sind unsere Methoden und so wollen wir das haben, alles andere wird nicht abgenommen. Heute geht man da ganz anders ran. Wir gehen wirklich mit dem Hersteller ins Gespräch. Unsere Teams arbeiten dort Hand in Hand und man merkt auch, dass die Anforderungen an Informationssicherheit eben auch bei den großen Medizintechnikherstellern angekommen sind. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass wir natürlich auch bei uns im Verbund, das davon gar nicht, kann man gar nicht verheimlichen, eine ganze Menge Altsysteme im Einsatz haben oder auch kleine Produkte aus der Medizintechnik, die eben noch nicht so weit sind, kleinere Hersteller. Und auf Dauer dürfte es sich von Vorteil zeigen, wenn staatliche Stellen wie das BSI oder Kollegen, die das Medizinprodukte-Sicherheitsgesetz erfunden haben, bei diesen Herstellern auch mal anklopfen und sagen, ich überlege mal, ob dein Windows 95 Betriebssystem an diesem Medizingerät überhaupt noch aktuell ist. Also diese Dinge, die gibt es tatsächlich noch und die will ich auch nicht verheimlichen. Da wäre es also, wie gesagt, gut, wenn man da auch die kleineren Unternehmen nochmal vorantreibt, zumal das ja auch diese Sicherheitsgesetzgebung 2.0 heißt es, glaube ich, deutlich in diese Richtung geht. Wir haben deshalb ja auch die Zusammenarbeit zwischen IT und Medizintechnik intensiviert, um eben davon wegzukommen, solche Geräte im Krankenhausalltag zu integrieren und finden da schon zum Teil bei elementären Sicherheitsanforderungen Riesenprobleme. Und das können wir tatsächlich durch eine intensivere Zusammenarbeit viel besser bekämpfen. Das heißt, man kann wirklich sagen, Symptome bekämpfen, aber das ist auf Dauer natürlich kein private Gute. Herr Becker hat es vorhin schon angedeutet, deshalb haben wir jetzt einen Freigabeprozess für neue Hardware und Software, aber auch Medizinprodukte, alles, was wir tatsächlich in den Verbund bringen, wird diesen Freigabeprozess durchlaufen, wird aus verschiedener Hinsicht geprüft, sogar Datenschutz und solche Sachen. Und in der Tat haben wir in der nahen Vergangenheit schon Inbetriebnahmen verweigert, was hart klingt, aber eben unter diesen Gesichtspunkten auch nicht anders möglich ist, um die Hersteller in diese Richtung zu drücken. Ja. Klingt tatsächlich sehr weitsichtig, also sicherzustellen, dass die Geräte, die jetzt neu hinzukommen, den Anforderungen gerecht wird und dass das bisherige muss sich halt langsam rauswachsen. Aber allein die Tatsache, dass man sagt immer so gerne, seine Pappenheimer kennt, also will sagen, man hat diese als solche identifiziert, man hat es bewertet und kann sich natürlich ein Stück weit ausmalen, was im Worst Case passieren kann oder weiß zumindest, wo man genauer hinschauen muss. Das ist, glaube ich, eine gute Strategie, um dem Ganzen Herr zu werden. Und Guido Moritz, wie wird sich eures Erachtens das Themenfeld Informationssicherheit im Krankenhausbereich weiterentwickeln, gerade vor dem Hintergrund der immer zunehmenderen Digitalisierung? Naja, dadurch, dass die Digitalisierung voll im Gang ist, haben wir natürlich auch den Punkt auch für Informationssicherheit gelegt, um sichere Geräte oder Software gleich zu integrieren. Wir haben zusätzlich jetzt natürlich den Paragraph 75c Sozialgesetzbuch dazu bekommen. Das heißt, wir müssen ähnliche Anforderungen eines B3LS auf alle anderen Krankenhäuser umsetzen. Ist natürlich ein dicker Brocken für uns. Wir sind ja jetzt nicht nur ein Krankenhaus, sondern ein paar mehr Krankenhäuser. Kritisch relevant ist ja nur das Marienhospital Osnabrück. Was heißt nur? Sorry, das war schon enormer Aufwand. Aber zusätzlich kommen jetzt eben alle anderen Krankenhäuser auch dazu. Und seien wir mal ganz ehrlich, das ist immer das Gleiche. Man fängt von vorne an und arbeitet sich durch bei den ganzen Geschäftsprozessen, die man hat. Also kritische Prozesse wie eine Patientenaufnahme, Labor, Steri, und muss da Maßnahmen umsetzen. Dabei hilft natürlich jetzt gerade auch das KZG, also das Krankenhauszukunftsgesetz, was beschlossen wurde. Ja. Guido, magst du so freundlich sein, den Zuhörern vielleicht das Krankenhauszukunftsgesetz in groben Zügen darzustellen? Heute Mittag wurde schon mal darauf eingegangen.
Ich habe noch in Erinnerung, großer Sack voll Gold, aber gar nicht so einfach, das jetzt von den formalen Anforderungen dann auch tatsächlich anträgern zu können, obwohl es ja sogar einen förderungsfähigen Tatbestand 10 gibt, eben für den Bereich IT-Sicherheit, wo auch der Branchenstandard erwähnt wird. Was hat es mit dem Krankenhauszukunftsgesetz und dem Krankenhauszukunftsfonds so auf sich? Also ich muss erstens sagen, dass ich diese vier Buchstaben schon fast nicht mehr hören kann. Das sind in den letzten 2 Monaten die meistgesagten Kürzel in meinem Umfeld. Krankenhauszukunftsgesetz jetzt auch in der Kürze deutlich zu erklären. Ich sage es mal so, also der derzeitige Geschäftsführer sprach davon, mir gegenüber, Herr Dunkel, als ITler ist es doch super, jetzt wird jede Menge Geld auf die Straße geworfen und Sie können endlich das umsetzen, was wir alles haben wollen. Das müsste Ihnen doch mega Spaß machen. Also schlussendlich ist es so, dass es in etwa 3 Milliarden Euro gibt. Ich glaube, die Länder tun nur ein bisschen was dazu und das Ganze wird dann auf die ganzen Krankenhausstandorte verteilt. Das weiß, glaube ich, auch jeder mittlerweile. Es gibt mehrere Fördertatbestände, die im Grunde nichts anderes machen sollen, als die Digitalisierung in den Krankenhäusern voranzutreiben. Und wir beschäftigen uns tatsächlich hier im Moment sehr intensiv mit. Wir stricken Projekte, die ohnehin schon geplant waren. Wir schauen, was wir in den nächsten 3, 4 Jahren noch an zusätzlichen Projekten machen können, die wir in diese Tatbestände zusammenfassen. Und glücklicherweise sitzen wir hier in Niedersachsen und können oder brauchen nur pro Fördertatbestand einen Antrag pro Krankenhausstandort stellen. Insofern macht es sich da wahrscheinlich leicht. Ziel ist ganz klar, die Digitalisierung voranzutreiben, die Krankenhäuser dort zu unterstützen, um dann voranzukommen, was in den sogenannten digitalen Reifegrad oder Reifegrad der Digitalisierung, glaube ich, auch voranzutreiben. Mega cool, mega aufwendig. Die Anträge müssen jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Monaten fertig sein. Auch da haben wir uns ein Beratungsunternehmen geholt, was diese Formulierung der Anträge für uns vornimmt. Wir werden diese Projekte weiter ausarbeiten und was derzeit für mich am spannendsten ist, ist eigentlich die Frage, in welcher Reihenfolge, in welchem strategischen Jahr wir in den nächsten Jahren diese verschiedenen Produkte, die zur Digitalisierung führen, in welchem Standort dann auch umsetzen wollen, um den Reifegrad der Digitalisierung möglichst gleichmäßig hochzuziehen bis Ende 2024. Ich glaube, Ende 2024 läuft diese Förderungsmaßnahme. Und da werden eine ganze Menge Projekte stattfinden. Und das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung. Wir waren ja vorhin schon mal beim Fachpersonal, was wir dafür brauchen. Und die Verwaltungsdirektoren, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, die wollen natürlich auch jetzt möglichst viel von diesen Geldern abgreifen. Ich bin da noch zum Stand heute ein bisschen zurückhaltend, denn dadurch produzieren wir auch eine Menge Betriebskosten, die am Ende ab 2024, 2025 dann auch selbst wieder getragen werden müssen. Das müssen wir auch heute schon im Blick behalten. Ja, das einmal ganz grob zum Krankenhauszukunftsgesetz oder zurück zum Thema. Spannend ist ja, dass im Grunde genommen dort drinsteckt ein Fördertatbestand Nummer 10, IT-Sicherheit. Und der ist eben explizit dafür gedacht, die IT-Sicherheit in den Krankenhausstandorten voranzutreiben. Und da sind wir dann wieder beim ISMS, beim Thema Kritis und müssen an der Stelle schauen, welche Maßnahmen lassen wir uns denn jetzt über KHZG fördern oder gibt es auch andere Fördertöpfe, von denen wir uns bedienen können. Was mir persönlich noch nicht so ganz klar ist, aber da gibt es jetzt auch immer mehr Informationen, dass also jeder Fördertatbestand mindestens 15% an Inhalt in die IT-Sicherheit einfallen soll oder muss. Insofern schiebt man dort automatisch mit dem Krankenhauszukunftsgesetz und die geförderten Projekte das Thema IT-Sicherheit dann auch voran und kann dann auch der nächsten Prüfung im Sommer des nächsten Jahres vielleicht ein bisschen entspannter gegenüberschauen. Ja, klingt sinnvoll und vor allen Dingen auch sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube,
Das ist tatsächlich das Gebot der Stunde. Jetzt mit Blick auf die Uhr, so viel Zeit für Zuschauerfragen haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Noch ein paar Minuten, vielleicht noch eine Frage, wobei die könnte auch ich erklären, aber ich reiche es gern weiter. Die Frage, ob die § 8a-Prüfungen durch das BSI durchgeführt werden. Du hattest von einer Prüfstelle gesprochen, die beauftragt worden war. Ich weiß nicht, Guido oder Moritz, einer von euch beiden. Sonst übernehme ich das gerne. Also die Frage, inwiefern die § 8a-Prüfungen durch das BSI durchgeführt werden oder halt dann durch andere Fraktionen? Ich würde das übernehmen. Das BSI akkreditiert Zertifizierungsstellen, die man beauftragen kann mit der Prüfung. Wir haben, wenn ich das sagen darf, natürlich auch eine ausgewählt. Wir haben uns drei angeguckt und davon ist die DEKRA geworden. Okay, also eine klassische Prüfstelle, die auch ISO 27001 prüft und klassisch auch, ja, nach der 17.21 in dem Fall dann DAX akkreditiert etc. Gut, also das kann ich bestätigen. Das BSI selber kommt, so wie ich das mitbekommen habe, nicht vorbei. Dafür haben die auch natürlich keine Personaldecke. Aber das Ganze läuft dann über entsprechende Auditoren, die in dem Fall § 8a zertifiziert. Sah hier, genau, hier kommt ein Nein von Herrn Salomon vom BSI. Vielen Dank. also das deute ich dann als Bestätigung. Dann, wie viel Zeit man für die Umsetzung der B3S-Anforderungen einplanen sollte, das haben wir, glaube ich, ein Stück weit erörtert. So 1,5 bis 2 Jahre ist sicherlich für die Ramp-up-Phase durchaus ein valides Zeitfenster. Also mit sehr viel weniger sollte man ab einer gewissen Größe und Komplexität und gerade im Kritis-Umfeld hat man ja zwangsläufig die Größe erreicht, sonst wäre man nicht über den Schwellenwert. Das Thema sollte man also durchaus nicht versuchen, zwischen Suppe und Kartoffeln umzusetzen. Das wird nicht funktionieren. Und ja, mit Blick auf die Uhr, die 15 Uhr sind damit leider schon erreicht. Wir könnten schätzungsweise noch einen ganzen halben Tag weiter erzählen, aber hier wird schon ganz aufgeregt gewedelt mit irgendwelchen Karten, sodass ich die Runde tatsächlich dann zu... Ah ja, Herr Salomon schreibt, nein, es werden keine Prüfstellen akkreditiert. Die sind in dem Fall über die DAX akkreditiert, respektive dann in dem Fall anerkannt. Prima, vielen Dank für den Hinweis. Genau, aber dann mit Blick auf die Uhr, vielen Dank für die tollen Gespräche, auch für die Hinweise hier vorne an die Zuhörer in der Welt da draußen. Und ich hoffe, es hat allen gefallen. Mir hat es große Freude bereitet. Das Thema ist auch nach wie vor super spannend. Und ja, dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Slot. Jetzt fehlt mir leider die Agenda. Die Übergabe ist demnach zufolge ein bisschen schwierig. Ich lasse den Kollegen dann gleich das Ganze ordentlich einleiten. Haben Sie Nachsehen. Vielen Dank.